Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Witcher 3 Blood and Wine. Ich dachte eigentlich, wenn man schnell reist, da vergeht Zeit und dann ist der Effekt von Katze weg. Da habe ich mich anscheinend geirrt. So, wo ist denn jetzt die Kräuterfrau? Oh Gott. So groß, die kann ja überall sein. Aber ich hatte ja gesagt, Coronata anwesend. Oder? Ah, hier. Hallo. Willkommen zurück. Oh, das war's. Ich dachte, da kommt noch irgendein geiles Gespräch oder sowas. Sag mal, was du hast. Oh mein Gott. Das hat sich ja total gelohnt, ey. Werwolfsspeichel. Gar nicht mal so wenig. Gar nicht mal so wenig wert. Generell gibt es jetzt, glaube ich, ein paar Sachen, die richtig viel wert sind. Ja, da war ich keine Kohle. 234. Verkauf die Färbemittel. Vampirspeichel. Wo war denn die? Das Färbemittel war doch hier, oder? Ist das Färbemittel? Ach nee, das Trank der Leerung. Ach so. Ja, die kauft also nichts, was ich... Ach doch, die kauft Bier. Aber... An sich kauft sie nichts, was ich verkaufen will. Da ist auch der Getreidesack. Okay, hat sich voll gelohnt, zu dir zu gehen. Danke. Dann. Bis dann. Naja, was soll's. Patrouille auf nüchternen Magen. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zu dem Ort, der an dem Brief erwähnt ist. Das ist so weit weg. Aber wir können ja schnell reisen. Ich bin mal gespannt, wie das ausgeht, aber bestimmt deutlich cooler, wenn man das macht, als wenn man halt sich auf eine von beiden Seiten schlägt. Boah, wie krass weit weg das ist, ey. Können wir sogar noch ein Fragezeichen mitnehmen, würde ich sagen. Ein Fragezeichen, mysteriösen Ort und dann den Ort, wo wir hin wollen. Oder hin sollen für das Quest. Jetzt ist es aber schon etwas dunkel. Genau, das, dann schauen wir uns das an, wo ja auf Garandia auch irgendein Quest oder sowas sein wird. So, wie komme ich jetzt am besten hin? Oh, ist wieder der Bug, dass ich Plätze nicht rufen kann. Also ich drücke auf den Knopf für Plätze rufen und passiert nichts. Was habe ich denn beim letzten Mal gemacht, damit es wieder ging? Ich weiß es gar nicht. Ich meine, ich muss eh meditieren, damit es heller wird. Ich glaube, ich habe meditiert und danach ging es, oder? Habe ich recht im Sinne? Fuck! Es geht nicht. Naja, rennen wir erstmal. Nicht ins Wasser rein, bitte. Da haben wir noch eine kleine Ruine. Die aber komplett eingenommen wurde von der Natur. Da gibt es wirklich gar nichts mehr. Viele Rehe. Ach, wieder die Pflanze oder was? Nee, oh, das ist ja noch schlimmer als die Pflanze. Woo, direkter Tod. Oh, bleib doch mal draußen. Ja, die waren aber schnell und einfach.
Schnell das Nest kaputt machen. Das ist krass, dass immer nur zwei sind bei den Dingern. Bevor noch mehr rauskommen. Hier brüten die Riesentausendfüßler. Ich sollte das Nest zerstören. Liebesbrief von Bella de Gunnis. Hatte die nicht schon mal einen Liebesbrief an irgendjemanden geschrieben? Lass mich raten, die wollte wieder, dass jemand irgendwelchen Scheiß für sie besorgt. Liebster Jocelyn, ich hoffe, du bist bei guter Gesundheit. Du weißt, wie solltest du es nicht wissen, welche wilde Leidenschaft ich für dich empfinde und wie ich mich danach verzehre, den Ehebund mit dir einzugehen. Doch sicher ist dir auch klar, dass ich mich angemessen kleiden muss und möchte, um mit dir vor den Altar zu treten. Ein Organza-Kleid habe ich schon, aber keine Schuhe. Im Geiserreich sind Schuhe aus Riesentausendfüßlerleder der letzte Schrei. Bitte, mein Liebster, zieh aus und erlege eine solche Bestie für mich oder zwei, damit der Schuhmacher auf jeden Fall genügend Material hat. Bella de Gunnis. Die benutzt, also die ist wahrscheinlich sehr hübsch und sehr schön, und die benutzt die Männer, um seltene Sachen zu bekommen, die sie möchte. Krass. Was für eine Hure. Oder wie auch immer, Schlampe oder wie auch immer man bezeichnen möchte. Großes rotes Muttergehen. Oh, ich glaube sogar, das große rote Muttergehen brauchen wir. Ja, hier haben wir noch kleinere liegen. 10%, das macht 5, 7. Jetzt ab in die Ruine oder was? Wobei, ich glaube halt echt, das wird jetzt, hier ist bestimmt ein Quest. Also, hier muss ein Quest sein. Geht gar nicht anders. Ich glaube, in der Seite kommen wir auch gar nicht rein. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ich gucke jetzt nicht erst in meiner Ruinen von Tesha Mutna. Ich weiß nicht, ob das die Ruine ist, zu der wir sowieso aus Questgründen gehen müssen. Gibt ja auch, glaube ich, ein... Ach nee, war das ein Hauptquest? Ich glaube, im Hauptquest müssen wir zu irgendeiner Ruine von einem Haus, nicht von einer Burg oder sowas. Aber es gab auf jeden Fall mehrere Quests mit irgendwelchen Ruinen. Es kann also sein, dass das eine davon ist. Kann aber auch sein, dass es keine davon ist. Ich habe jetzt aber, wie gesagt, ich guck mir jetzt diese Ruine so oder so an, egal ob da jetzt ein Quest drin ist, von dem ich schon weiß oder nicht. Deswegen brauche ich jetzt auch keins auswählen oder gucken, ob ich eins dafür habe. Vorgelagerte Mauern. Auch nichts Interessantes mehr dabei. Scheint man auch nicht reinzukommen. Na, von der Seite sowieso nicht. Na gut, dann gehen wir mal zum Hauptanwesen. Ruinen von Tesha Mutna. Ja, das weiß ich. Das sind die Ruinen. Geil. Und ist auf der anderen Seite ein Wegkreuz. Jetzt, hier ist eine Markierung. Es ist weithin als Tatsache anerkannt, dass bei der Sphärenkonjunktion auch Vampire in unsere Welt kamen. Rasch breiteten sie sich über alle Kontinente aus und versuchten sich an die neue Lage anzupassen. Der Legende nach ließ sich einer von ihnen, Kakmar, sehr schöner Name, Kakmar in Toussaint nieder. Über seine Taten wird manch finstere Geschichte gemunkelt, doch ist nicht einmal sicher, ob es ihn wirklich gegeben hat. Ich zieh mir gerade nebenbei Socken an, sorry. In einem sind sich die Geschichten einig. Kakmars Geschichte ist untrennbar mit der mysteriösen Festung Tesha Mutna verbunden. Also wird da bestimmt was Interessantes drin sein. Vielleicht ein Vampir, und wenn kein Vampir, dann ein niederes Vampirwesen, sowas wie eine Bruxe oder wie die Dinger heißen. So, Socken angezogen. Rein geht's. Und jetzt aber. Oh, das wollte ich nicht machen. Baguette mit Fischpaté. Böses in der Luft. Ich kann es riechen. Baguette mit Fischpaté. Doch kein Vampir, eine Todesfee. Au.
muss Erden benutzen, das geht nicht anders. Ihr müsst halt mal in die Kreise reinkommen. Oh. Die machen ihre eigenen Erscheinungen kaputt. Das haben wir so gleich. Starium-Eintrag hinzugefügt. Todesfee. Haben wir schon mal gelesen, weil wir schon mal gegen die Todesfee gekämpft haben, aber wir hatten dann neu geladen, um das Quest zu ändern und haben dann dadurch nicht mehr gegen die Todesfee gekämpft gehabt. Und deswegen kam jetzt der neue Eintrag, obwohl wir ihn schon mal hatten. Ja, dann schauen wir uns jetzt hier mal ein bisschen genauer um, würde ich sagen. Ich denke mal, die Todesfee war so mehr oder weniger die Chefin hier. Ich höre aber immer noch Geräusche. Okay, wozu bin ich jetzt hier hochgegangen? Ist doch gar nichts, außer ein schöner Baum. Gut. Ist irgendwas verpasst da oben? Hm, Pferdehaut, ein paar Ohren. Was ist denn das hier? Spielplatz oder was? Was für eine geile Aussicht. Und von hier kann man die andere Burg sehen. Schade, dass die hier nicht mehr schön aussieht. Das wäre geil, wenn die so gegenüberstehen würden. Wir bauen sie wieder auf und machen es zu unserer Residenz. Wir haben ja jetzt auch schon ein Weingut, dann können wir uns auch noch eine Burg besorgen. Krass, wie viele. Da ist ja auch noch so eine Art Ruine mitten im Wasser. Da muss ich auch noch irgendwann hin. Hm, bisher war hier leider gar nichts Interessantes. Die Todesfee, die recht einfach platt zu machen war, war noch mit das Interessanteste bis jetzt. Vielleicht gibt es doch kein Quest hier drin. Das ist ein kleiner Morastein. Das sind auch einfach nur irgendwelche alten Mauern. Ich glaube, geht auch nicht groß weiter. Da waren wir erst. So. Klettern einfach mal wieder überall. Oh nein. Überall hoch. Gibt hier noch was? Vogelfeder, Schnur, Harz. Wer hat denn die Sachen da reingeworfen? Da ist ein Höhleneingang. Wird doch nochmal spannend. Jetzt sind wir ja auch schon auf der anderen Seite. Oh, da liegt eine Leiche. Die können wir aber nicht untersuchen, okay. Oh, was ist denn das für ein Zeichen? Ist das... Ich wollte gerade fragen, ob das ein Zeichen ist für irgendwie Schatzsuche, Hexerausrüstung, aber ich glaube, das sieht nicht so aus. Und ich glaube auch, die Zeichen gibt es hier nicht bei Blood and Wine, die waren, glaube ich, im Hauptspiel. Die Meteoriumbahn, der ist viel wert, sehr geil. Oder war das Meteoritenbahn? Nee, ne, es war die Meteoriumbahn. Ich glaube, es war... Oh, da fliegt ja noch ein Basilisk. Ein Dimitherium-Barren. Der so viel wert war. Von dem wir auch verdammt viel hatten. Wann greift er mich an? Halt, wie kommen wir denn... wo ist denn der Höhleneingang? Hä? Das müsste hier sein. Oder weiter unten. Aber ein Höhleneingang ist doch nicht weiter unten, oder? Ich bin verwirrt.
Jetzt sind wir ja wieder da, wo wir angefangen haben. Gehen wir mal in die Richtung zum Basilisk. Die müssen wir ja eh noch platt machen. Denke ich. Wo ist er denn? Hallo? Hallo? Da. Gabelschwanz, ist gar kein Basilisk. Oh, der zieht viel ab. Aber wir ziehen auch gut ab. Oh, zu weit weg. Oh, da ist er schon tot. Der grüne Gabelschwanz. Also, bis jetzt bin ich überaus schwer enttäuscht von dieser Ruine. Ganz ehrlich. Ich glaube, hier können wir auch nicht hoch. Was ist denn hier los? Kommen wir von hier hoch? Man sieht hier überall so ein paar einzelne Reste von Rüstungen oder so, aber im Großen und Ganzen, ich bin doch, wie gesagt, enttäuscht. Wir hatten jetzt hier einen Gabelschwanz, wir hatten eine Todesfee. Kommt wahrscheinlich nicht da hoch. Oder? Moment. Moment. Ich laufe mal langsam und versuch's. Das ist vielleicht einfach. Vielleicht gehen wir einfach direkt hier hoch. Okay. Nein! Oh. Jetzt kommen wir ja direkt so hoch. Nee. Okay. Nochmal. Ach, ich liebe es einfach zu versuchen, solche merkwürdigen Dinger hochzuklettern. Hat sich einfach so gut an, wenn man es geschafft hat. Na komm. Und es sieht halt immer total stümperhaft aus, ne? Aber es ist halt gar nicht so einfach. Wie gesagt, das ist halt einfach kein Kletterspiel. Ich glaube, das soll man nicht hoch, wenn ich hier schon sehe, dass ich wieder an Texturen drin stehe und mich sonst wo hochziehe. Aber wir haben es trotzdem geschafft. Das ist geil. Leider ist hier oben halt nichts, aber es ist geil. Ein Skelett, eine riesige Armbrust. Jetzt ist halt die Frage noch, wie komme ich jetzt da in diese Höhle rein, die da angezeigt wird? Wo ist die denn? Ist denn hier wirklich kein Quest oder so? Das gibt's doch gar nicht. Moment mal, da hoch vielleicht noch. Okay, geschafft. Nice. Aber hier oben gibt's. Ist hier irgendwas? Also wir können halt auch da noch hochklettern, aber hier ist halt nichts. Okay. Hier ist leider gar nichts. Ich bin überaus schwer enttäuscht. Wie kann man denn hier gar nichts hinbauen? Aber wie komme ich denn jetzt zu diesem Höhleneingang? Es ist aber halt auch keine Mauer, die man kaputt machen kann. Verstehe ich nicht. Das verstehe ich echt nicht. Hier ist doch ganz eindeutig, also Eingang zu einer Höhle oder zu Ruinen, aber
Da ist gar nichts. Also nichts, was man sehen könnte. So, jetzt ist ein... Jetzt, Moment. So, wenn man jetzt oben rechts auf den Radar guckt, dann sieht man, dass ein blauer Pfeil... Ein roter Pfeil nach oben angezeigt wird. Das heißt, wir befinden uns jetzt unter dem Höhleneingang. Wenn wir jetzt auf die Ebene hier gehen, verschwindet der. Seht ihr das? Und ich glaube, dieser Pfeileingang nach unten... Oder ist der Pfeileingang... ist der rote Pfeil, der jetzt nach unten zeigt, für das Blatt? Nee, ne? Oder doch, weil hier ist ja nichts. Hier ist ja kein Blatt. Also ich kann ja hier nichts ernten. Also ist der für das Blatt? Was da? Also für die Kräuter. Wenn ich jetzt hier hingehe... Okay, jetzt werden die Kräuter weggenommen. Nee, das ist schon für den Höhleneingang. So, jetzt sind wir auf einer Ebene mit dem Höhleneingang. Und jetzt ist der tiefer, aber das war... Wo soll denn der Höhleneingang sein? Na, hier muss eigentlich dann noch irgendwo ein anderer Höhleneingang sein, meiner Meinung nach. Von hier sind wir gekommen. Hier sind wir rausgegangen. Hier waren wir noch nicht. Oder? Ne, hier waren wir auch. Hier war der Gabelschwanz. Ja, hier war ja der Gabelschwanz. Also waren wir hier noch nicht. Hier war der Gabelschwanz. Nicht, wo die Höhle sein soll. Oder der Eingang halt. Das Zeichen ist auch ein bisschen komisch. Das ist aber bestimmt irgendwie ein Aussichtsturm. Wo auch ein Baum rauswächst. Oh, da geht's tief rein. Oh Gott, ich glaube, ich bin in einem Dead End drin. Nee, oder? Und man ist total... Also ich habe glücklicherweise kurz vorher nochmal gespeichert. Man ist total einfach reingekommen. Also das war ja noch nicht mal schwer. Wie kann denn das noch nicht aufgedeckt worden sein? Ach, Freunde! Hä? Ich habe es halt geahnt, dass man da nicht mehr rauskommt. Deswegen habe ich vorher gespeichert. Aber ich verstehe es gerade nicht, wieso. Das ist ja total einfach reinzukommen und total offensichtlich, dass das hier ein Dead End ist. What? Wie kann denn das noch nicht gemeldet worden sein oder halt korrigiert worden sein? Das verstehe ich nicht. Das ist ja heftig. Das ist ja richtig heftig. Krass. Naja, egal. Wir beenden die Folge hier einfach und dann lade ich halt davor und darf halt nicht wieder reinfallen. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Praxis. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.